Willkommen zurück zu World of Warcraft. Im Hintergrund haben wir einen AFK-Typi und jemand anderes, der anscheinend auch ein bisschen AFK ist. Beide von der Community Horde. Und ja, wir haben beim letzten Mal, irgendwelche Quests gemacht. Und ich habe offscreen so ein bisschen gefarmt und sowas. Hab jetzt hier einen Schmiedekunst-Skill auf 138. Hab zum Teil, um die Materialien aufzufüllen, ein bisschen was im Auktionshaus gekauft. Ich glaube für insgesamt 6 Gold oder sowas, die ich ausgegeben habe. Hab hier ein paar neue Items. Das Schild hier, das habe ich beim letzten Mal schon irgendwo eingesammelt, das mir auch schon ein bisschen was bringt. Das andere hier, das habe ich mir ein bisschen neu geschmiedet hier. Ist schon ganz ordentlich, sage ich mal. Und ich bin jetzt an einem Schmiedekunst-Skill angekommen, wo ich jetzt, wenn ich jetzt was herstelle, mit der nächsten Möglichkeit quasi, dann bringt es mir im Moment nichts, weil ich nicht das Level dafür habe. Das heißt, jetzt kommt wirklich der Bereich, wo dann tatsächlich mal ein bisschen leveln darf. Und ja, wir haben ein neues Outfit quasi mehr oder weniger und damit bin ich jetzt auch schon mehr oder weniger zufrieden. Und dann würde ich sagen, wir hatten vor 764 Leben, heute haben wir 130 mehr. Ist jetzt auch nicht unbedingt die Welt, aber zumindest etwas. Und von daher würde ich mal sagen, gehen wir heute mal wieder in eine Inni. Und die nächste in der Liste ist hier die Burg Schattenfang. Also dann melden wir uns mal als Tank an und dann finden wir mal eine Gruppe und instant eine Einladung. This is Tanking. Ah, und da bin ich mal gespannt. Ne? Burg Schattenfang, auch eine Instanz, die sich über die Jahre hinweg schon ein bisschen verändert hat. Und hier halt dann nochmal die Ursprungsfassung mit den relativ einfachen Bossen und sowas. Generell ist ja in Vanilla WoW alles sehr, sehr simpel gehalten, wenn man es vergleicht mit den heutigen Bosskämpfen und so weiter. Ist schon was ganz anderes. Ne? Hier auch großes Untotentreffen. Ne? Mit der Banshee und ich weiß nicht was noch alles. Schon okay. So, jetzt sollte eine DD mal nicht AFK sein, das soll ich hier mal annehmen. Und dann auf das Beste hoffen. Sonst müssen wir uns einen neuen DD suchen. Oh nee, das dauert ja immer so lange. Na los. Nächste Inni-Einladung, komm schon. Wegen ein DD, das gibt's ja nicht. Kann man ein DD hier anmelden? Boah. Gut, machen wir folgendes, machen wir einmal slash love und dann killen wir die Ratte. Beides, was ich jetzt getan habe, ist für Erfolgsvorbereitung. Weiß ja nicht mal, ob das hier irgendwen interessiert, aber ich mache das einfach mal. Einfach, weil wir es können. Erst lieben und dann töten, ist schon fast wie so eine schwarze Witwe. Können hier auf dem Weg, während wir hier auf Questsuche sind, erstmal, während wir auf Questsuche sind, während wir auf Einladung eine Inni warten, erstmal Richtung Questen gehen. Wenn wir hier noch, hier ist Elixier der Schmerzen, das wir verabreichen müssen. Und so weiter und so fort. Das Übliche, man kennt das ja, ne? Das Übliche, Questen, auf das der Questweg uns scheidet sozusagen. Ja, und da hoffe ich mal, dass es hier relativ schnell geht, hier mit der, mit dem DD finden. Gibt's ja nicht. Bist du mal ein Tank und dann findest du keine Gruppe, weil ein DD fehlt. Passiert auch nicht oft. Wenn ich das mal so sagen darf. Nun gut. Da haben wir wieder diese tollen Höhlen-Yetis, die einem hier hinterherlaufen wollen. Ich will das aber gar nicht. Sondern ich glaube, das Elixier müssen wir jetzt diesen Hund da verabreichen, wenn ich mich nicht irre. Ich meine, der hieß Stanley. Gucken wir mal. Bestimmt super. Wenn nicht, dann nicht. Ne? Man kennt das ja. Natürlich regnet es hier mal wieder in Strömen. Wieso, weshalb, warum auch immer. Ich habe keine Ahnung. Das liegt einfach an den Gegebenheiten hier. Auf jeden Fall haben wir jetzt ganz Ecke mehr Leben. Das heißt, wir halten mehr aus und generell auch mehr Rüstung, mehr Stärke, mehr von allem. Also es hat sich schon gelohnt hier, sag ich mal, das Item-Upgrade. Und ich hoffe halt auch, dass ich jetzt hier nicht ausgemeckert werde, da ich doch zu schlechtes Equip habe und sowas. Ich meine, am Umhang müssen wir vielleicht nochmal arbeiten, aber da haben wir ja bisher noch nichts Besseres gefunden. Wütender Stanley hier einmal kurz töten. Weil, ne, der hat das Elixier bekommen und ist so ein bisschen mutiert und tollwütig geworden und so weiter, ne, kennt man ja. Gibt's hier jemanden was zu trinken, wird er immer voll sauer. So muss es sein, nicht anders.
Gut, da haben wir hier nochmal ein paar Arbeiter, die wir töten können. Irgendwo. Wenn ich jetzt nicht Akku hätte von irgendeinem Wachmann. Ein Fußsoldat oder was auch immer. Ich ziehe auch den ganzen Akku von sämtlichen Leuten auf mich. Wie im echten Leben, du. Wie im echten Leben. Gut. Aber hier auf dem Felde hier können wir jetzt auf jeden Fall die Arbeiter hier mal kurz beseitigen. So, machen wir mal den hier. Machen wir den hier. Machen wir den hier. Und hoffen, dass wir das jetzt einigermaßen überleben. Ich meine, jetzt übertreibe ich mal wieder. Maßlos. Ja, wirklich maßlos. Aber hoffen wir auf das Beste. Schlimmer als schlimm wird es sowieso nicht. Ja, okay, das werden wir nicht überleben. Nee, das war zu viel. Das war einfach zu viel. Gut. Nur weil ich jetzt neue Items habe, heißt es nicht, dass ich jetzt total imber bin. Aber wir haben lange durchgehalten. Für meine Verhältnisse. Gut. Fail Nummer Uno. Ich wollte nur mich wiederbeleben, sorry. Ich mach das nie normal. Das kommt, geht mir nicht auf den Keks, Ingo. Ich bin der Keksmaster. Nicht ihr. So, einer weg. Den anderen kriege ich ja auch noch. Ja, lauf nicht, nein. Okay. Einmal kurz ein Waffen in hier. So. Rache, Rache, Rache drauf. Gesundheit ist niedrig, ich weiß. Einmal kurz benommen machen hier. Komm schon. Nein. Shit. Ja, es war klar. Das war so klar, dass ich jetzt schon wieder sterben muss. Ich bin schon als Quester hier, ne? Muss man ja mal sagen. Gut, einmal wiederbeleben, danke. Einmal das hier, einmal das hier. Und Akku haben. Sehr gut, so muss es sein. Wo läuft denn hin? Nein, lauf doch zu mir, du bist fast tot. Och, Mano, nein, ja, festgefroren. Ach komm, ey, leck mich doch. Ey, das gibt's doch nicht. Heute ist nicht mein Tag, Leute, heute ist nicht mein Tag. Definitiv nicht. Da will man mal eine Inni machen, ne? Und was bekommst du? Scheiß Quests. Ist doch nicht wahr hier. Warte, wir gehen ein bisschen weiter weg hier. Wiederbeleben nicht gleich hier in der Menschenmenge. Und dann warten wir kurz. Oder essen mal hier so ein Hammelkotelett. Ist immer gut, ne? Also, es ist hier das fleischliche Snickers. So, und weiter. Wir brauchen immer noch ein paar von den Arbeitern hier. Da ist mir auch ein Magier zuvor gekommen, hat hier schon ein paar rausgepult. Muss ja auch nicht sein, ne? So, sehr schön. Ist noch ein Arbeiter. Haben wir gleich die Akku gezogen. So, und du da darfst auch sterben. Einfach weil ich dich brauche. Oder halt auch nicht. Je nachdem, wie man es sieht. So, kriegst du mal ein Schild hier, damit du gleich nicht so schnell wegläufst. So. Da kommt der nächste an. Ist ja wie Weihnachten hier. Oh shit. Ja, jetzt kommt die Bäuerin Kalba wieder. Gibt's ja nicht. Kannst ja nicht mal in Ruhe hier irgendwas machen. So. Schon mal schön. Lauf nicht so schnell, ne? Könnte es ja hinfallen. Ich glaube, da habe ich auch einen Debuff jetzt noch drauf. Die sollte theoretisch sterben. Praktisch aber nicht. Okay. Alles einsammeln, was hier so rumliegt. Kann man ja alles noch gebrauchen und verwenden. Und einmal aufessen die Leute hier. Nom 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 nom. Menschenfleisch. Erinnert mich gerade so ein bisschen an den Typen aus Outlast, aber okay. So, weiter im Text. Ich glaube, heute wird das nächste Mal mit der Inni für diese Folge. Wenn doch, dann wird mich das ja schon ein bisschen wundern. Boah, ich bin jetzt nur mit einem DD in der Warteschlange. Kann ich knicken, muss ich mir aufheben fürs nächste Mal oder so. Ah, wenn die Gruppenmitglieder nicht mitspielen, ne, ist schon kacke. Ne, bleibst du hier. Bleibst du krass hier, hä? Bleibst du krass? Geht doch. Du kriegst sowas hier. Bisschen so verwunden drauf. Eine Rüstung zerreißen, das übliche, alles was du halt brauchst, ne? Rundum sorglos Notfallpaket hier.
bis sterben. Natürlich. Hier so ein Ding. Und verrecke. Ich sagte verrecke. Okay, verrecke nochmal. Und da ist er down und wir haben ein Level up. Level up. Sehr schön. So, dann können wir einmal hier ganz kurz einen Talentpunkt verteilen. Machen wir das hier wieder in den Blockwert. Und ja, wir müssen noch ein paar Arbeiter töten. Zwangsarbeiter müssen wir auch noch töten. Aber die müssen wir von woanders holen. Arbeiter. Wo sind denn jetzt die Arbeiter? Ich fand übrigens mein letztes Schild irgendwie schöner. Es sah irgendwie nach mehr aus. Nicht so wie dieses kleine Rundschild hier. Keine Arbeiter mehr. Fußsoldat. Da sind Arbeiter. Yeah. Hey du da, komm mal her. Hey, ich sagte, komm mal her. Kommst du? Kommst du krass? Ich hab gesagt, kommst du her? Meine Güte. Störrische Mitarbeiter hier auf dem Felde. Du kriegst ein Schild. So, und... Ja, gut. Leck mich. Kannst mich gern haben hier. Oh, jetzt hat er mich entwaffnet. Wollte ich gerade Rache machen. Geht nicht mehr. Mit dem scheiß Penner hier. Ach, ja. Kleine Ärgernisse des Alltags. Was soll man machen? Gehört alles zu World of Warcraft dazu. Ne? Sollte mich mal mit dich beschweren hier. So, jetzt halt an. Such doch halt an. Geht doch. Geht doch. Läuft. So. Aber auch nochmal so ein Arbeiter. Muss mal herkommen hier. So. Da haben wir nur noch ein paar hunderttausend, die wir töten müssen. Ist ja ein Traum. Aber nichts, was wir nicht schaffen können. Ja, ja, nö, ach, nö. Musst du unbedingt hier reinlaufen? Muss das sein? Ernsthaft? Ist gerade ein bisschen schlecht hier, ne? So mit der Überlebenschance hier. So, du da noch. So, anhalten. Und töten. Geht doch. Sehr schön. Die haben ja auch so ein kleines Alchemielabor oder Drogenlabor hier eingerichtet, ne? Dafür, dass es eigentlich Schneiderer sind. Okay. Weißt du Bescheid, ne? Schneiderer sind keine Schneiderer, sondern machen nur Drogen. Gut. Und weiter! Yay! Wo sind denn die Arbeiter? Da. Charge! Ich mach euch alle fertig! Oder so ähnlich. Wenn ich mal Wut hätte, zum Fertigmachen. No, wollte ich gerade wieder Rache machen. In dem Moment ist es wieder deaktiviert. Manchmal ein bisschen ärgerlich. Weil Rache ist eigentlich ein verdammt starker Spell, sage ich mal. Nutze ich eigentlich auch im Moment sehr, sehr gerne. Aber wenn es nicht geht, ne, dann ist halt schlecht mit benutzen. So. Nein, 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 du läufst nicht weg hier, Kollege. Der andere läuft da gerade weg, weiß ich. Aber der ist auch da. Und jetzt kann ich es nicht mal aufessen hier, die Leute, weil ich noch Cooldown habe. Dann gibt es halt eine leckere... Was ist das? Schnappranken-Wassermelone. Ja, gehst du zum Lidl, Penny, Aldi, was auch immer. Ja, und bestellst auch mal eine Schnappranken-Melone. Vor allem beim Aldi bestellst du ja so viel, ne? Oder beim Lidl oder sonstiges. Was geht das Prinzip? Ne, muss mal zum Verkäufer hingehen und sagen, ja, ich suche eine Schnappranken-Melone. Oder Schnappranken-Wassermelone. Die gucken dich dann auch schief an. Ah, naja, so ist das, ne? So, verrecke. Ja, lauf langsam, nicht schlimm. Oh, hat er einen Bauer mitgebracht. So einen richtigen Bauer. Und kein Farmer mehr, ist einfach wirklich nur ein Bauer. Im
aufsammeln. Das hat halt Priorität, wissen wir ja inzwischen. Weil ihr so schnell die spawnen. Hey, hat er nach hinten hin pariert? Ja, ist nicht wahr. Was ist das für ein Skiller? Ach, die Bäuerin schon wieder. Ja, dich habe ich ja gar nicht vermisst. Halleluja. Ob wir das überleben? Ich habe keine Ahnung. Da laufen sie beide weg. Ist nicht schlimm. Voll normal, ne? So, die ist schon mal tot. Sehr schön. Und er hat Begleitung mitgebracht. Ist ja nett. So, so. Und das werden wir nicht überleben. Soll das nicht, wenn ich so weitermache? Oder doch, vielleicht? Bam! Gerade so überlebt. Okay. Gut, nur noch ein paar Arbeiter und dann haben wir auch das schon geschafft hier. Oh, die hat zum Glück nur lang, die Quest. Aber nichts, was wir nicht hinkriegen sollten. Hey. Läuft er wieder weg, wie so ein Penner. Ja, bringt wenigstens einen Arbeiter mit, das ist schon mal gut. Wenigstens etwas. Na, läufst du wohl nicht weg. So, einer noch. Einer muss noch sein. Da ist nur ein Fußsoldat, den will ich nicht. Landke ist ein Bauer. Dadurch werde ich auch nicht schlauer. Das ist auch wieder so ein Fußsoldat. Gibt es denn hier keine Arbeiter mehr? Euer Volk braucht mehr Arbeiter. Alle ausradiert. Bis auf den letzten. Ratsherr, Fußsoldat. Ich brauche aber voll krassen Arbeiter. Weißt du. Muss ich jetzt auf einen Respawn warten oder was? Da ist ein Arbeiter. Yeah! Hey du da, ich hab dich vermisst. Ja, super, hab ich gleich noch einen gepult hier. Und dann auch noch so ein Bauer, ey. Einen richtigen Bauer. Komm, ich zeig dir den richtigen Bauer. Scheiß auf ein bisschen oder sowas. Ich zeig den Bauer. So, der Bauer ist schon mal down. Und der Arbeiter geht auch zu Boden. Na, endlich. Meine Fresse. So. Dann geben wir jetzt die Quest ab. Und hoffen mal, dass wir... Naja, ne? Oh. Gut EP bekommen, vielleicht ein neues Ausrüstungsstück und so weiter. Und dann werde ich heute auch schon dann die Aufnahme beenden, damit wir dann beim nächsten Mal tatsächlich in die Inni gehen können. Hoffe ich. Ich hoffe es sehr. Für uns alle. Wir wollen ja alle wieder eine Inni besuchen. Mich beim Tanken zu gucken. Nein, mir beim Tanken zu gucken. Und beim Verhehlen und beim Gruppe-Vipen und das Übliche, ne? Das, was euch halt jede Menge Spaß macht. Ne? Ja. Gut. Ruhestein kann ich noch nicht benutzen, hatte gerade überlegt, warum benutze ich nicht meinen Ruhestein? Ach ja, stimmt, weil da ein Cooldown drauf ist. Ach ja. Weil ich den ja benutzt habe, jetzt bevor ich, Dingens gemacht habe. Wie heißt es? Na, als ich jetzt hier geschmiedet habe und sowas, habe ich ja dann hier Ruhestein benutzt und bin dann sofort hierher gedüst, um dann die Aufnahme zu starten. Aber. Ne? Nur. Ne? Und so. 42. Mehr habe ich dazu nicht zu sagen. Mensch. So. Du da, ich sollte hier eine Quest machen. Habe ich gemacht, ja? Ne? Und hier, ne? Und was kriege ich? Nix. Nee, Mensch, das geht ja nicht. Na gut, dann wie gesagt, ne? Der Questgeber hier irgendwo ist immer noch im Boden. Ich werde mich dann jetzt in eine Aufnahmepause begeben. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder bei World of Warcraft. Bis dahin, viel Spaß euch noch und vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann. Tschüss.